keine Arbeit mehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben doch noch eine Runde drangehängt. Das ist jetzt quasi die Revanche von Revanche. Ich habe bis jetzt jedes Game gegen diesen Limiter verloren. Und die Aussicht ist aktuell auch nicht so rosig, weil die Partien waren auch alle jetzt nicht sonderlich eng, sage ich mal. Ja, wir hatten eben eine nette Diskussion. Ihr könnt auch bei Maxim gucken. Wir laden die Folgen quasi abwechselnd auf unserem Zweitkanal hoch, allerdings gleichzeitig. Das heißt, gerade gibt es auch eine neue Folge bei ihm. Das war quasi die, die vor dieser Aufnahme entstanden ist, wo ich schon völlig weggeraged bin. Ja, der Rage war beautiful. Also Maxim macht das halt wirklich gut, ne? Also da, ich meine, da ist natürlich jetzt jede Menge Salt bei mir dabei, ne? Weil ich verliere einfach ungern. Aber Maxim ist halt at the moment straight up besser. Und es ist halt eine ungewohnte Situation. Also er hatte das halt in seinem... Das muss halt eklig sein. Er hatte es halt in seinem gesamten Leben noch nicht. Nee. Und das ist halt was, wo ich halt auch noch mit umzugehen. Aber er hat schon recht so. Also ich glaube, das letzte Game hat er halt wirklich über die Wirtschaft dann gewonnen. Ich glaube halt immer noch, dass dieser, wenn dieser Midgame-Fight quasi ein bisschen besser ist, dann kann das anders aussehen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, wie es ist so. Ja. Und das ist halt zurzeit die Problematik, der ich mich hier so ein bisschen stellen muss. Nichtsdestotrotz ist dieses Game halt sick. Also es ist halt... addicted, oder? Es ist halt addictive as fuck. Maxim hat natürlich heute schon sein Addictive-Moment quasi ein bisschen vor mir gehabt. Das heißt, er hat sich heute schon mal so ein bisschen meine Games angeguckt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hab das zum Einschlafen angeguckt. Und ja. Dann konnte ich nicht schlafen. Ich hatte nur Albträume. Okay. Von wenig Workern und rumstehenden Workern und alle... Okay, dafür, wie oft du heute gesagt hast, dass deine Leute arbeitslos rumjoggen, ist aber jetzt... Ja, aber ich beleidige ihn und dann machen sie instant das, was ich sage. Ja, ihr merkt schon, Maxim ist... ich bin ein anderer König. Ist auf jeden Fall... Ein König, der bisher 7-mal gewonnen hat. Ist das? Das ist der Unterschied. Ja, ja. Ich sehe, Maxim steigt das so ein bisschen zum Kopf. Oh Mann. Ja. Wir müssen beide noch damit lernen, umzugehen. Ich bin jetzt Aber ihr seid jetzt gar nicht. Ich bin Koreaner. Ich bin Teutone. Sag mir, was Teutone können. Das ist aber gerade 10 von 10 witzig. Wenn ich in einem E-Sport-Titel einfach gerade Koreaner bin. Age of Empires 2 E-Sport-Titel Deluxe. Aber es ist halt schon... Oh komm, ein bisschen witzig ist es wirklich. Ja, es ist witzig, halt's Maul. Ich will, dass du leidest. Das ist einfach Hab nicht so viel Spaß. Oh nee. Das ist wirklich super witzig. Ah, okay, da oben. Sag mir nicht, ich muss hier lang. Ah, doch. Okay, komm, gib das ab. Und diesmal machen wir das richtig. Muxur, Guxur. Ja, ich finde keine verkackten Schafe, ey. Ich kriege ja als Koreaner natürlich den Schafbonus. Oh, jetzt hat's Klick gemacht. Okay. Zwei gibt's also noch. Ja, doch genau zur richtigen Zeit. Kommt schon Schafe in Dicken. Schneller kann man schon zu seiner Beerdigung rennen. Ja, ist wirklich so. Die rennen halt gut gerade. Techikun, boom, erschlagen. Wie gesagt, das Wildschweinmeter habe ich aber noch nicht erforscht. So. Chittum. Das Wildschweinmeter habe ich noch nicht erforscht. Ist halt echt eine 10 out of 10 Aussage. Der Wildschwein-Start. Da war jetzt leider einer stand kurz rum. So. Da höre ich Maxim natürlich jetzt schon wieder rufen. Wildschwein first. Entschuldigung. Aber ich guck mir das an. Du hättest dich manchmal halt echt viel witziger. Es ist halt super interessant, die andere Seite zu sehen. Also das ist, finde ich, das Schöne an Gameplay. Wenn es halt wirklich Technik sehen, wirklich beide hochladen, aber... Das machen wir gar nicht. Das machen wir leider nicht. Ja, Maxim darf... Nein. Schon wieder ein gefährlicher Wolf. Nein. Das ist der Wolf. Nein. Der eine Wolf. Okay, es ist passiert. Nicht. Aber... Ah, in dem Moment aufmerksam zu sein, ist halt echt nicht, eigentlich nicht so viel verlangt, aber ich bin halt ein kleiner Retard. Okay, warum nicht? So, okay, so, ihr habt jetzt hier zack, eine Menge zack. Bären noch vor euch. Ihr müsst jetzt wirklich Bären, deren Main, okay? Die reden halt wirklich die ganze Zeit Japanisch. Oder Koreanisch. Koreanisch, ja. Du wirst einfach nur übelst leise, aber leicht frustriert. Koreanisch eher, du Spaß. Alter, fucking real! Was denn? Schon wieder so ein eingesperrtes Schaf? Naja, dass der da wieder stirbt, Alter. Die Distanz ist so hoch.
Ja, ich habe die Wildschweinmeter erforscht. Ich sag, Wildschwein ist, einer zieht's rein und du darfst nicht ins Gebäude rein. Nee, wirklich? Ist ja krass. Ja, pass auf, aber du darfst das ja nicht töten mit deinem Hauptgebäude, ne? Das ist ein Pro-Tipp von mir. Ja, den habe ich ja letztes Game schmerzvoll erfahren. Muxut, Muxut. Alter, bist du gerade faul oder bist du einfach nur ein Stück Scheiße? So. Nee, ich spiele 3D-Schach gerade. Mhm. Was passiert? Wieso habe ich die Einheit nicht benannt? Wieso hast du mich zuerst angegriffen? Bist du gerade faul oder bist du einfach nur ein dummes Stück Scheiße? Naja, aber so hat sich die Einheit mir präsentiert, soll ich das sagen. Oh, so. Da. Grodon, Sidon, Sadan, Sadan, Ibere, Muxur. Was zum Fick redest du? Ich rede das, was meine Einheiten reden, damit ich ihre Sprache verstehe und besserer Kommandeur bin als du. Das ist nicht so schwer, ich sag relativ gut in diesem Game. Du sagst gut. Das Game war bis jetzt schon wieder eher mittelmäßig. Sadon, pardon, maton. Okay, wirklich, Maxim, bitte. Okay, du willst also wieder kämpfen, oder? Ich will gar nicht, dein Typ greift mich die ganze Zeit an. Aber er gewinnt das halt deswegen auf Dauer auch. Nice. Die Strategie ist aufgegangen. Strategie. Der strategische Infeed vielleicht oder so. Der strategische Int. Schöne Intiasis. So. Na, geh mal dahin dann, okay? So, das ist, glaube ich, der letzte. Badabadam. Badadadam. Könnt ihr mal Holz auch nach Hause bringen? Das ist ja gut. So. Ah, nee, da gehe ich mal lieber nicht so weit. Map Awareness! Weißt du, du hast das nicht mehr leak! Da ist doch die Karte so groß und hier ist es so schön kuschelig. Ich verstehe einfach nicht, warum du in diesem Game gut bist. Alles spricht eigentlich dagegen, dass du in diesem Game gut bist. So. Eigentlich dürftest du gar nicht gut sein. Sag mal, alles hat ein Ende. Was ist das für ein Input? Denk an die Brust. Die Brust hat zwei Enden. Aber wenn du selbst eine Wurst bist... Okay, du bist straight up insane. Idan! Maxi Markov! Alter, mein Mic übersteuert. Sag mir mein PC. Jetzt aber gerade 10 von 10 übersteuert. Echt? Aber das ist normal. Ich hab's auch übelst oft so gesehen. Ich will nicht sagen, aber einige Charaktere in diesem Game reden wirklich übelst beängstigend. Deine Mutter redet. Deine Mutter redet übelst beängstigend. It's about time. Alle Bataille! Ich habe eben 10 Minuten lang drüber nachgedacht, was du meinen konntest mit dieser Einheit benannt. Alter, wie geht der? Benannt. Ich habe gerade den dümmsten Bauarbeiter der Welt gesehen. Der hat einfach eine Wohnsiedlung gebaut und ist dann einfach in eine andere Stadt gefahren, um das nächste Haus zu bauen. Das ist einfach nur ein kleiner Retardus. Also dafür, dass ich 2 Bauern verloren habe, bin ich aber gerade vorne, ne? Das überrascht mich. Ist Maxi Markov etwa doch nicht so cool, wie er immer denkt? Wird Maxi Markov immer schlechter? Oh nein. Ah, okay, so ist die Ausgangslage. Bauer Nummer 3. Und ich werde wiederkommen! Ja, das stimmt. Was das angeht, bist du halt echt einfach Neuling, ne? Ja, ich bin einfach schlau. Och, geht. Da gibt's solche und solche Meinungen. Richtig schlauer Biber. Biber? Dum, dum, da, dum, dum. Wie kommst du auf Biber? Dum, 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 dum. Okay, what the fuck? Idon. Shidon.
Bibon. Alle Bataille. Ich bin ein Bibon. Ich bin ein Bibon. Alle Bataille. Bibon. Bibon. Oh, ich hab zwei Schafe gefunden. Ich gönn mir. Oh, voll da. Zweite La Johnny. Fidella Johnny, Alter. Da muss ich wohl nochmal einen kleinen Idon vorbeischicken. Was bist du für eine Flasche, Alter? Ich bin ein Idon. So, na gut. Oh, das sind zu viele. Mein Pferd ist tot. Nicht mein Pferd. Dein Pferd ist tot! Nein, das ist nur müde. Das ist noch ein bisschen anders. Anders, okay. Nicht die Nachricht. Nicht die Hausnachricht. Ja. Gut. Guckst du. Ist hier schon wieder los? Wölfe sind einfach immer gegen mich. Ich weiß gar nicht, wo du die ganzen Wölfe her hast, ey. Die kommen ja zu mir. Oh, der hat fast gewonnen. Der Wolf? Ja. Ich würde mich über den Zustand deiner Truppen mal Gedanken machen. Oh, oh. Mäuser. Der Palast verlangt nach Häusern. Häuser kam bei mir eben auch als Nachricht und ich dachte mir nur so, nope. Ich sag nix. Not like this. Not today. Jetzt müssen wir damit anfangen. Jetzt können wir unseren Gameplan nicht wirklich durchbringen. Kappa! Nein, das wollte ich gar nicht. Warum habe ich das denn geschafft? Holzer! Holzer! Ja, ja, ich brauche halt wirklich übelst viel davon. Also 10 von 10 brauche ich davon. Kannst du einfach sagen, du brauchst 10 davon, ne? Könnten normale Menschen auch sagen, aber... Nee, 10 von 10 davon. Okay, was musst du hier noch machen? Das musst du machen, okay. Sogar eine Meinung. Okay, also wenn das nicht geht, dann muss ich halt... Ja. Dann muss ich halt anders vorgehen. Wie viele Felder wollt ihr eigentlich noch kaputt machen? Habt ihr da so ein System dahinter, oder was ist mit euch los? Geht doch mal arbeiten! Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die einfach gar keinen Bock haben. Ach, da war die ganze Zeit einer. Manchmal verstecken sich Arbeiter einfach. Einfach schlau. Die haben einfach keinen Bock. Relativ schlau dann, ne? Das ich soll? Das, was ich soll? Das ich soll? Ich glaube, das ich soll. Okay, das funktioniert ja echt gut hier. Wo finde ich hier nochmal Gold? Ich glaube, ich muss meine Schafe scouten schicken. Da. Bumbedipp. Muckzur. Boah, das wäre so cool, wenn du jetzt einfach hier random Gold finden würdest, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt insane gering. Zack, zack, zack. Bring doch mal Holz nach Hause. Okay. So, ich brauche auf jeden Fall mehr davon. Warum kannst du eigentlich nicht mit deinem Reiter scouten? Er ist müde. Hab ich schon gesagt. Ist ziemlich müde, oder? Nein. Todmüde? Es ist passiert. Was passiert? Schon wieder alles mit den Häusern. Oh, wenigstens ist es mittlerweile halbwegs witzig. Und nicht Felder, traurig. Häuser. Alles Mangelware. Na gut. Wo warst du denn, du dummer Einheit, Alter? Ich hab die ganze Zeit gesucht. Okay, Problem gelöst. Shift-Taste immer noch nicht funktional. Das ist halt einfach insane. Aber eine trockene Analyse dafür, Alter. Oh, einer zu viel. Ja, komm, scheiß drauf. Ich ulte jetzt mal hier hin. Du ultest, mhm. Also ich flug mir ja Holz!
Also ich flunke ja ab und zu, ne? Aber dahin zu ulten ist halt echt schon eine dreiste Lüge. Ah, na gut. Fuck, das hatte ich vergessen. Vivian. Piu, 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 piu. Ja. Ja, mach doch alle Felder kaputt, das ist gut. Findest du? So, mehr Häuser braucht das Land. Ich habe darüber geredet, wie ich mein Empire aufbauen will. Das besteht aus Häusern. Nein, aus Arbeitern, aber die brauchen ja Häuser. Gut, da ist was Wahres dran jetzt. Oh. Das ist natürlich jetzt eine unangenehme Ausgangslage. Also jetzt fängst du an zu mauern, oder was? Okay. Ein Bauer macht einfach weiter, das ist einfach das Beste. So, jetzt wird weiter produziert. Aber mehr Gold. Oh, echt mehr Gold. Mein Goldverbrauch ist gerade 10 von 10. Das ist keine gute Idee, Leute. So, zack, 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 zack. Oh, das war halt jetzt echt ein guter Move von dir. Jedenfalls so gut, oder? Ja, schon. Junge, es kommt noch. Wenn ich mal fucking Gold finden würde, ey, würde jetzt auch ein sinnvoller Move kommen. Das ist nämlich das Problem. Aber dafür haben wir den Jahrmarkt. Kommt jetzt wieder dieser Jahrmarkt-Joke, damit ich lachen muss und mich nicht konzentrieren kann. Das Schlimmste ist... Das tut richtig weh. Chiton. Oh, hör auf, Mann. Eieiei. So. Ah, Mann. Die forschen gerade. Wieso ist meine 2 verschwunden? Deine Einheiten können einfach einen Ritter killen? Die sind aus dem 6. Jahrhundert. Ja, aber ich meine, so ein Pfeil ist halt still aua, ne? So ein Pfeil ist halt still aua. Ah, vielleicht war der Rush zu viel, den ich hier gemacht habe. Hä, kann so ein Beobachtungsturm nicht irgendwie Damage machen? Ah. Also ich dachte, oh, der Ritter war gerade echt dumm. Ja, der hat einfach nicht mehr angegriffen. Ja. Tut mir ein bisschen leid, aber eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. Naja, mir tut es ja auch nicht leid um deine ganzen Truppen. Oh, was da passiert? Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Du hast gleich ein Problem. Aber erstmal habe ich's. Ihr müsst jetzt mal hier hin. Das war jetzt echt nicht schön für mich, Mann. So, ich muss jetzt wieder zu meinen Basics zurückkehren. Okay, da wissen wir beide, was es heißt. Ja. Nee, das auf jeden Fall hier nicht. Ja. Ja gut, das hat jetzt halt gerade hier, also der Angriff von dir war halt schon schön. Auf eine Art und Weise. Skala von 1 bis krank. Hä, warum kann ich das nicht machen? Haben Teutonen... Warte mal. Haben Teutonen eine Meise? Problem ist, ich muss ja echt mehr erkunden, also das ist so mein Hauptproblem gerade. Ja, ich kann das Problem, wenn man ganz früh sein Reiter verliert. Hier! Jetzt habe ich es gefunden. Greift mich natürlich ein Wolf. Bin ich einfach dumm? So. Ah, hey, wo ist das denn? Oh, es ist halt übel sneaky gewesen. Also das, da muss ich sagen,
Das ist halt bisher GG. So. Nicht, du stehst hier einfach nur rum. Okay, wir brauchen mal verkaufen auf jeden Fall. Geht das jetzt? Halt echt genug. Jetzt geht das. Oh, okay, das habe ich jetzt wirklich nicht gerafft. Okay. Komm. Okay, jetzt haben wir das. Okay. Hier nehmen wir die Hälfte ungefähr und machen es dahin. Dann machen wir hier richtig viel von. Also das wird jetzt richtig schön. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal die Goldquellen gefunden. Ich hatte davor einfach keine Goldquelle, keine ordentliche. Keine Steinquelle, Alter. Das war noch viel schlimmer. Wo ist denn Stein? Du hast doch gemerkt, dass deine Steine völlig useless waren. Ach, das denkst du, aber du hast einfach keine Ahnung vom Leben. Okay. Du willst also den Webstuhl nicht erforschen, na gut. Okay, dann machen wir mal das hier. Das. Und so, okay. Du gehst noch dahin. Okay, machen wir das. Das haben wir jetzt hier fertig. Also das müsste eigentlich ganz gut gehen. Okay, du machst das. So, du machst das jetzt hier. Aber nur, nee, nur ihr beide. Sowas machen. Wir machen nicht den Johnny. Okay. So, schicken wir die dahin. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Holzer, Holzer. So, dann machen wir hier. Das sind faule Maden. Hier sind 5 faule Maden. Alter, euch werde ich alle exekutieren. Schlimm ist, ich traue dir das ja sogar zu, ne? So, zack. Kein Holz. Wie denn schon wieder das? Okay, das funktioniert. Alter, du bist doch fucking retarded, Alter. Oh. Begins again. Der Lerneffekt ist, was das angeht, allerdings auch nicht so hoch, ne? Ja doch, ich mittlerweile krieg ich's wirklich so intuitiv gerade noch so mit. Wirklich? Dieselbe Shit-Taktik wieder? Meine, es ist halt, ist, du, halt du kannst doch nicht erfüllt damit sein, jedes Mal exakt dasselbe zu machen. Nee, ich mach nicht das, ich muss antworten. Du machst doch jedes Mal dasselbe, du baust jedes Mal einfach Shit-Belagerungswaffen. Ich mach einfach das, was einfach am besten ist. Ja. Du bist halt ein alter Retard, ne? Ein alter Retard, das ist lustig. So. Eieiei. Mehr davon, deutlich mehr davon. Und hier auch mehr. Und da, was macht ihr so? Das ist euer Hauptberuf. Das. Das macht aber noch mehr davon. Okay, du machst das. So, okay. Ihr macht das hier zusammen. Und wenn du nicht irgendwann mal fertig bist und dahin läufst, töte ich dich. Okay. Du weißt, wie man Leute motivieren kann. Ihr seid wirklich schlimm. Okay, also es gibt da garantiert eine bessere Erklärung für, aber ich glaube, du bist einfach nur ein fucking Retard. Shit, shit. Oh, okay. Wir machen jetzt einen richtig guten Plan, pass auf. Du hier bist eine faule Mistmade. Du gehst mal da hin. Von euch können wir ein paar bauen. Was ist denn? Oh, shit. Der hat einfach 3-mal daneben geschossen. Als ich doch eben das versucht habe, hast du mich doch immer noch getroffen. Ich weiß es nicht. Du, warum triffst du mich denn dann? Glaube ich Ballistik. Ich verstehe es einfach nicht. So. Ich meine, ich verstehe es halt wirklich nicht. So, das muss jetzt hier reichen. Was? Wir machen mal die mal einfach mal dahin. Das ist jetzt unsere Nummer 1, ja. So. Mein Verständnis dafür ist halt einfach null. So. Na, jetzt habe ich hier leider meine Defense. Sind vernachlässigt.
Bingo. 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 Frage ist. Oh! Oh! Try it. Ja, die Deutschen. Alter! Koreaner! Das ist Koreaner! Das war so ja. Schön mit anzugucken, muss ich sagen. Das ist wirklich cool. Der Sidestep. Der Sidestep war einfach beautiful. Da. Ja, ihr baut einfach hier davon mehr ab. Davon auch mehr. Ich glaube, jetzt ist halt immer die Phase, wo du mich sonst einfach out-resourced hast, weißt du? Ja, ressourcenmäßig sieht es auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Mir sieht es leider gar nicht so gut aus. Aber das habe ich ja jetzt quasi schon gepachtet, die Situation. Also irgendwann wird man darin ja auch besser. Besser, schlechter. Wer weiß, was diese Begriffe wirklich bedeuten. Jeder normale Mensch mit einem halbwegs vernünftigen Abi oder sowas. So. Immer dieses. So. Alter, ich muss sagen, weil mit zwei Rittern und zwei Mangen deine Armee da wegzunehmen, das hat mir Freude bereitet. Ja, das war schon nicht schlecht, aber du bist halt nach wie vor ein kleiner Dummbatz. Das war übrigens das Wort. Das Wort, was du so geliebt hast. Ja. Nicht genügend Gold. Was nach mir geht, hast du da auch einfach Wortverbot. So, okay, da haben wir das. Taktik funktioniert. Taktik des Schreibens. Oh, die Sidesteps! Das war sogar echt wieder ein schöner Sidestep, ne? Also, ja. Da muss ich auch mal loblos werden. Weil hier auch alles so langsam ist. Das ist schön. Ich meine, League würdest du es halt nicht hinkriegen, aber nee, hier... Never, Alter. Schnell. Hier. Aber du weißt halt sofort einen Counter, ne? Da bin ich halt dumm. Oh, what? Die sind weg? Ich hab vor allem meinen eigenen gekillt. Womit hast du die gekillt? Meinen eigenen gekillt, hab ich. So, oh, die haben gerade den Level up. Das ist natürlich sehr unlucky für dich. Hä, aber womit hast du jetzt meine Ritter gewonshottet? Mit 6 Schüssen. Aus allen Rohren. Da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gegen produzieren müssen. Ja, doch, da war deine Produktion besser. Wo macht man das Upgrade? Macht man das auch in dem Ding? Ja, das ist diesmal in dem Ding. Ah, I see. Nahrung. Ja, es ist insane, ne? Du willst gar nicht wissen, was die nächste Stufe kostet von dem Scheißteil. Aber das ist halt auch insane, wenn es da ist, ne? Geht ja. Du musst halt wissen, was du brauchst. Oh nein, es leckt. Ich werde das produzieren? Nee. Ah, das ist halt alles in One-Hit. Nicht gut, ey. Ah, dieses Upgrade hatte ich halt nicht im Kopf, leider. Ich hatte vor allem auch die ganze Zeit 800 Nahrung. Ich hätte es halt echt einfach machen können. Aber ich wusste es halt nicht. Die Masse ist halt immer noch das, was hier... Die Masse ist immer noch die Klasse, sagst du? Ja, das ist immer noch der entscheidende Unterschied hier. Denk dran, wenn die Einheiten low sind, gehen die alle raus aus dem Haus. Von alleine. Ah, dieses Upgrade ist halt jetzt einfach im direkten Duell halt broken, ne? Weil die überleben halt den Hit. Ja. Puh, das ist jetzt wirklich schwer. Alter, wie Schaden die Dinger kriegen. Ja, Beobachtungsturm ist halt... Alter, die kommen nicht mal rein. Ah, ich hatte echt das Gefühl, ich hatte dich, aber... Dass ich zu viel... Also, mittlerweile ist halt mein Fokus so sehr auf Wirtschaft. Ja, ich glaube, also ich kann es halt auch noch stallen, aber bei mir ist gerade geleckt. So. Ja, bei mir auch. Ich dachte auch schon, du hättest aufgegeben, aber... Ah, okay. Also ich habe jetzt, also meine Taktik ist jetzt quasi einfach deine Taktik zu adaptieren und zu gucken, wie du darauf reagierst, weil du ja mehr Ahnung vom Game hast. Und Ramböcke
scheint ja ganz gut zu sein, weil die kriegen wenig Schaden, aber du hast halt einfach, im Endeffekt hast du einfach mehr Mang. Und das Upgrade, das ist ja das Dumme. Der Rambok, also man kann einen Rambok dazwischen bauen, weil der 1-2 Shots frisst. Ja, also, ja. Weil deine Units nicht richtig, wenn die nicht richtig targeten, so. Ja. Das ist so der Vorteil. Aber dass deine Bogenschützen in der Lage waren, zu outrun, war ganz nett. Und sonst, ich war ja vor dir, war ich vor dir in der Imperialzeit? Ja. Nee, Imperialzeit war ich vor dir, aber du warst vor mir Ritterzeit. Und bei der Ritterzeit dachte ich, Alter, ich habe was Überwichtiges vergessen. So, und dann habe ich halt meine Krüppel. Also die Bogenschützen kannst du ja krüppelig lassen. Die Stats, die kriegen natürlich bessere Stats, aber das ist nicht überragend viel, weißt du? Ja, ich dachte quasi, dass ich damit den Mengenausgleich hatte. Ich hatte so ein bisschen Panik, weil du halt, als du quasi bei meiner Mühle das erste Mal warst, war ich gerade in der Zeit zur Ritterzeit und in so einem ganz fragilen Moment. Und dann hatte ich halt 4 Bogenschützen so. Und ich dachte halt, wenn ich die quasi auf Armbrust trimme, kriege ich vielleicht damit den Return. Nee. Aber der Beobachtungsturm hätte halt einfach früher kommen müssen. Dann wäre der ganze Rush halt für den Arsch gewesen. Und ja, dass ich nicht wusste, dass man den belegt. Richtig für den Arsch ist er halt nicht, weil jedes Mal, wenn du einen Worker abstellst, das ist dein Tod. Ja, ja. Aber ich meine, ich habe, also es ist ja immer ein Ressourcending. Wenn du einen Worker kurz weglässt, verlierst du 10 Holz. Aber du hast da ja 7 Bogenschützen verloren. So, wir können ja Wirtschaft gucken. Wirtschaftsstatistik, so. Und da siehst du deinen Flaw. Ich habe mehr Steine dazu gesammelt, weil ich genau auf eine Festung gegangen bin. Ich habe gar keine Steine gesammelt diesmal. Achso, ja, das sehe ich. Gesammelte Steine einfach. Das ist wahrscheinlich der Start. So, ich habe einfach fast doppelt so viel Gold. Ja, das Gold ist halt echt krass. Wann fängst du an mit Gold? Wenn ich Feudalzeit gehe, danach gehe ich Gold. Also quasi also während. Ja, die nächste Arbeiteration ist wieder so ein bisschen Arbeit, also ein bisschen Nahrung into. Jetzt kommt darauf an, was du baust. Du brauchst noch Holz und Gold. So, und dann habe ich halt ein bisschen Nahrung über, brauche aber insgesamt nicht so viele Felder und habe dann einfach 20 Arbeiter mindestens wahrscheinlich, die Gold abbauen und richtig viel. Aber ich hatte halt gerade 3 Goldfelder mit jeweils 5 voll. Wie viele packst du noch auf ein Goldding? Keine Ahnung, ich glaube, ich übertreibe es da komplett. Okay. Aber wenn es so grob verteilt ist, eigentlich besser. Aber ich habe zum Beispiel kein Gold gefunden. Ich habe von einer Stelle übelst lang gezerrt. Ja. So, na gut, wir machen jetzt Stopp. Schaut doch beim Johnny vorbei. Nee, Schuss. Das ist doch bei mir. Schaut doch bei Maxim vorbei. Schaut bei mir vorbei. Ja, und ich verspreche euch, also Maxim hat ja diesmal meine Aufnahme schon durchgeguckt. Ich werde mir diesmal seine angucken und nächstes Mal ficke ich ihn einfach weg. Weil diesmal, das erste Mal war er fucking prepared. Das zweite Mal hat er wieder sich einen kleinen Vorteil, weil er bei mir schon geguckt hat. Aber das dritte Mal, Jungs, bei der dritten Aufnahme böller ich die Scheiße aus ihm raus. Gerne, ich weiß nicht, war das nicht schon die dritte? Nee, es war jetzt die zweite Aufnahme. Also Aufnahmesession. Tschüssi. Okay.